Die Ozeane sind ein schier unendlicher Raum, zu groß, um ihn vollständig zu verstehen. Vor den Kanarischen Inseln untersucht die Meeresforscherin Antonella Servidio für die Europäische Union die mehr als 20 Walarten, die hier zu Hause sind. Antonella interessiert sich besonders für die Kommunikation der Meeressäuger. Und sie will herausfinden, wie empfindlich sie auf den zunehmenden Lärm in den Weltmeeren reagieren. Seit Jahren beobachten Biologen immer wieder, dass Wale nach Marinemanövern stranden. Wie Einheimische und Touristen können auch die Biologen dann nur hilflos zusehen. Unerklärliches Walsterben gibt es in allen Weltmeeren. Viele Arten sind betroffen. Seit 1960 arbeiten Marineverbände weltweit mit einem neuen Sonarsystem. Dieses Gerät nutzt besonders tiefe Frequenzen und steht in Verdacht, für den Waltod am Strand verantwortlich zu sein. Die Schallsignale der neuen Hochleistungssonare sind über 100 Kilometer weit zu hören. Doch das Militär weist alle Schuld von sich. Ich kann mir nicht vorstellen, bei der U-Boot-Jagd auf Sonartechnik zu verzichten. Längst haben die Biologen eine Theorie. Sie glauben, dass sich die Wale erschrecken, wenn sie von Sonarschall getroffen werden und dass sie dann zu schnell auftauchen. In den Organen der toten Tiere findet sich Gas. Vielleicht ein Hinweis auf die sogenannte Taucherkrankheit? Noch wissen die Forscher nicht, wie Wale auf starken Lärm reagieren. Auf der Suche nach Antworten begibt sich Antonella auf eine Reise zu einigen der renommiertesten Walforschern. Ihr erstes Ziel ist 5000 Kilometer von den Kanaren entfernt, Atlanta. Hier erforscht eine Neurobiologin die Gehirne von Walen und Delfinen. Antonella möchte von ihr wissen, was inzwischen über die Reaktion der Wale auf Lärm bekannt ist. Doch zuerst besucht sie das Aquarium der Stadt. Welch wunderbare Vielfalt, auch in der Tiefsee. Ob mit großen oder kleinen Gehirnen, jedes Lebewesen beansprucht zu Recht seinen Platz. Beluga-Wale. Einige Walarten sind fähig, komplexe Lieder von der Länge der Odyssee zu singen. Sie leben in großen Schulen, weit verteilt im Eismeer. Was mag ihr Gehirn leisten? Es ist größer und komplexer als unseres. Anders als wir können sie über akustische Signale Räume erkennen. Sie sind soziale Wesen. Doch was sie füreinander fühlen, ist für uns noch voller Rätsel. Nun schwimmen sie in einem Delfinarium, eingepfercht auf 20 mal 20 Metern. Sind sie sich ihrer ausweglosen Situation bewusst? Es wird Zeit zu gehen. Die Verabredung ruft. Was ist über das Nervensystem der Wale bekannt, das all ihrem Verhalten zugrunde liegt? An der Emory-Universität Atlanta erforscht Lori Marino die Intelligenz und das Bewusstsein unterschiedlicher Arten. Komm, ich zeig dir die Sammlung. Antonella will von Lori vor allem eines wissen. Ist es denkbar, dass Wale bei starkem Schall in Panik geraten und viel zu schnell auftauchen? Kann das der Grund der Strandungen sein? Lori kann Antonellas Wunsch eines direkten Vergleichs zwischen einem menschlichen Gehirn und dem eines Delfins nachkommen und ihr viele Einzelheiten erklären. Diese gewellte Struktur ist der Neokortex. Das ist ein interessanter Teil des Gehirns, weil er maßgeblich für die Selbstwahrnehmung, die soziale Intelligenz und eine Vielzahl weiterer anspruchsvoller Funktionen verantwortlich ist. Beim Delfingehirn fällt eines auf. Der fürs Hören zuständige Teil ist bei Walen und Delfinen dieser zentral gelegene Streifen. Und der ist im Vergleich zum Menschen deutlich größer. Aber kann uns dieser direkte Vergleich überhaupt irgendetwas sagen? Man kann die beiden Gehirne vergleichen, weil es die gleichen Zellen sind, bloß anders arrangiert. Das Hirn der Meeressäuger ähnelt unserem. Ihr Gehör ist dagegen weitaus komplexer. Schallwellen nehmen sie als Druckwellen im Unterkiefer auf, der wie ein Schalltrichter funktioniert.
Von dort wird der Schall zum Ohr geleitet und im Gehirn in Nervenimpulse übersetzt. Der Hörnerv des Delfins ist 10-mal größer als unserer. Die Impulse gelangen schließlich in den Teil der Hirnrinde, die für das Hören zuständig ist, und dringen dort ins Bewusstsein. Unser limbisches System ist für unsere Emotionen verantwortlich und aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Auch bei diesem Wal ist es extrem gut ausgebildet, was man an den Falten und Furchen sehen kann. Und hochemotionale Tiere reagieren immer auf störende äußere Reize. Lärm ist mit Sicherheit einer davon. Lorichs Aussage ist für Antonella wichtig. Extrem lauter Schall löst also eine Panikreaktion aus. Die Amygdala sorgt für die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol, ganz wie bei uns. In Windeseile beginnt eine unaufhaltbare Kettenreaktion. Die Stresshormone, die auch uns in äußerste Alarmbereitschaft versetzen, überfluten den Körper. Das Herz beginnt zu rasen. Das Tier reagiert mit Flucht. Dass dies nicht nur graue Theorie ist, sondern grausame Praxis, zeigt Lori in einem Beispiel. Jedes Jahr, von Oktober bis April, fahren japanische Fischer aufs Meer und schlagen an einfache Metallstangen. Sie bilden sozusagen Schallnetze unter Wasser. Die Delfine sind aber so lahm und damit stressempfindlich, dass sie die Schallbarriere nicht überwinden können. Immer wenn die Fischer Delfine finden, beginnt die Treibjagd. Man sieht ihre Panik, wenn sie versuchen, zum Atmen aufzutauchen. Einige der Leute, die da im Blut stehen, sind Delfintrainer. Eigentlich müssten sie den Tieren helfen. Stattdessen suchen sie inmitten des Gemetzels ihre Zootiere aus. Wenn du dir in einem asiatischen Delfinarium Flipper und seine Tricks ansiehst, weißt du jetzt, wo die Tiere herkommen. Sie leiden emotional, nicht nur körperlich. Sie wissen, dass ihre ganze soziale Gruppe ausgerottet wird, inklusive ihrer Familie. In Japan ist das legal. Es wird von der Regierung unterstützt, auch wenn es vor der Öffentlichkeit verheimlicht wird. Diese Tiere leben noch. Gewiss, es gibt einen kulturellen Druck, Menschen als etwas Höheres und Delfine als niedere Tiere anzusehen. Trotzdem kann ich mir nur schwer vorstellen, was die Fischer bei diesem Blutbad fühlen. Wenn schon Eisenstangen ausreichen, um ganze Delfinschulen in Panik zu versetzen, welchen Effekt muss dann das Sonar der Militärschiffe mit seinem tausendfach stärkeren Schall haben? Antonella ist auf dem Weg zum Pazifik. Ihr nächstes Treffen findet auf den San Juan Islands statt, einer Inselgruppe nahe der kanadischen Grenze. Ein Kollege, der dort seit vielen Jahren arbeitet, will ihr ein paar seltsame Fälle zeigen. Die letzte Etappe legt Antonella mit der Fähre zurück. Hier beginnt das Hoheitsgebiet der Schwertwale, der größten aller Delfine. In vollkommener Harmonie bewegen sich ihre Gruppen im Rhythmus, wie ein einziger Körper. Wie Geister aus einer fernen Vergangenheit, schon von den Ureinwohnern als Götter verehrt. Es sind diese Wale, die Ken Balcom seit 20 Jahren erforscht. Er kennt jede Familie, jedes Individuum, jede Besonderheit. Mit Unterwassermikrofonen verfolgt er ihre Kommunikation, selbst über viele Kilometer. Ihre Laute sind gut erforscht. Noch ist aber nicht entschlüsselt, wie sich die Gruppen untereinander unterhalten. Auch in Antonellas Revier vor den Kanaren gibt es Schwertwale. Sie bewundert die majestätischen Tiere. Sie sind die Könige unter den Walen, mit so sensiblem Gehör. Vielleicht verraten sie sich gegenseitig, wo es Beute gibt. Teilen sie den anderen sogar ihre Gefühle mit?
Doch die Idylle trügt. Ganz in der Nähe liegt die Bangor-U-Boot-Basis, drittgrößtes Atomwaffenlager der USA. 8 Trident-U-Boote sind hier stationiert. Was wird Antonella von Ken erfahren? Er führt mit seiner Videokamera Tagebuch. Antonella will er etwas zeigen, das er nie zuvor bei seinen sonst so ausgelassenen Wahlen beobachten konnte. Was für eine Überraschung. Die Wale sind da, du kommst gerade recht. Da vorne siehst du einen. Hier Scharfstellen. Okay. Und kennst du sie? J1 ist der mit der Zeichnung auf der Finne. Okay. Wenn wir fertig sind, gehen wir rein. Ken ist gespannt, was Antonella zu seinen Aufnahmen sagen wird. Er wertet seine Bänder jeden Tag aus. Das hier ist vom Mai 2003. Da gab es eine U-Boot-Jagd mit Sonareinsatz. Da hinten ist die Schub, ausgerüstet mit Sonar. Und man hört es? Ja. Beginn der Übung schaltet der Zerstörer Schub sein Sonar ein. Ken dokumentiert alles. Selbst Meilen entfernt ist das Sonar so laut, dass seine Unterwassermikrofone übersteuern. Guck dir das an. Das ist verrückt. Wenn sie sich so wälzen, zeigt das eindeutig, dass es ihnen sehr schlecht geht. Nun kommt die Schub langsam näher. Der Lärmpegel steigt. Über Stunden winden sich die Wale in größter Qual. Wohin sollen sie sich retten? Der Lärm ist überall. Whale Watcher, die in der Nähe sind, versuchen, den Zerstörer anzufunken. Kens Nerven liegen blank. Die Wale schwimmen direkt auf die Küste zu. Ob sie stranden werden? Der Zerstörer antwortet den Whale Watchern, es sei alles in Ordnung. Der Mindestabstand von 2 Kilometern sei eingehalten. Im letzten Moment drehen die Wale ab. Jetzt endlich gelingt ihnen die Flucht. Ken atmet auf. Noch schlimmer trifft es bei dieser Übung die sonst ganz ruhigen kleinen Schweinswale. In ihrer Panik fliegen sie förmlich über das Wasser. Nach dem Manöver findet man einige von ihnen tot am Strand. Von außen gibt es nur eine einzige sichtbare Verletzung. Die feinen Adern ihrer Augen sind geplatzt. Ein Indiz für einen Sonarunfall? Ken darf bei der Autopsie nicht dabei sein. Diese Videoaufnahmen dringen nach draußen. Die Untersuchungen bleiben ohne Ergebnis. Insgesamt stranden 11 Schweinswale. Und immer ist es das gleiche Bild. This is one of the sonar porpoises from Harrow Strait. Dieser Schweinswal wurde in der Harrow Strait von Sonar getroffen. Der gefärbte Bereich am Grund des Gehirns sind Blutergüsse. Ken nimmt den Schädel eines Grindwals zu Hilfe. Auf der anderen Seite, wo die Ohrknochen und andere feine Strukturen sind, waren alle Hohlräume mit Blut gefüllt. Ken hat das gleiche Bild schon einmal gesehen, und zwar auf den Bahamas. Hier fand eine Forscherin, die im Auftrag der Regierung arbeitet, ähnlich merkwürdige Blutungen. Sie lagen im Ohr und entlang des Unterkiefers, der ebenfalls ein Teil des sensiblen akustischen Systems ist. Es folgt deshalb eine weitere Untersuchung im Labor. In der Computertomographie wurden dann Hirnblutungen sichtbar. Die Schattierungen zeigen Blutansammlungen, wo keine sein durften. Überall Blut? Ja. Was war geschehen? Der 17. März 2000 beginnt wie ein ganz gewöhnlicher Tag. Doch dann geschieht etwas Besonderes. Normalerweise sehr scheu, posieren die Schnabelwale plötzlich wie Filmstars und lassen sich bereitwillig aufnehmen. Sonst in Wassertiefen von 1000 Metern und mehr zu Hause, tauchen sie plötzlich nahe am Ufer auf und bewegen sich merkwürdig.
Warum die Zutraulichkeit? Ken wird misstrauisch. Was geht da unter Wasser vor? Plötzlich hört er Sonar. Zu diesem Zeitpunkt ist noch wenig über Walstrandungen nach Sonareinsätzen bekannt. Die Tiere kommen immer näher, fast als ob sie Schutz suchten. Der erste Wal ist im flachen Wasser. Hat sich dieser Schnabelwal freiwillig auf Grund gesetzt? Ken ist alarmiert. Seit Jahren verbringt er die Wintermonate mit diesen Meeressäugern. Aber so etwas gab's noch nie. Dann schwimmt der Wal endlich wieder ins Tiefe hinaus. Trotzdem stimmt hier etwas nicht. Sie macht einen verwirrten Eindruck. Das ist eine Walkuh, ein Jungtier. Doch so schwimmt kein gesunder Wal. Was ist hier los? Eine Weile bewegt sich das Tier in Richtung offener Ozean. Kurz darauf stoppt es plötzlich, als ob es keinen Willen mehr hätte. Am Strand hat sich ein weiterer Wal ins Flache verirrt. Die Sonne brennt. Wasser und Laken lindern da nur kurzfristig. Was tun? Die Helfer sind hilflos. Wenige Meilen weiter dümpelt ein Dritter. Auch er will nicht zurück in die Tiefsee. Vielleicht ahnt das wehrlose Tier, dass dort Haie lauern? Dann sucht noch ein Vierter Schutz. Wieder bemühen sich die Helfer verzweifelt. Kurz darauf gibt es den ersten Toten. Ein von Haibissen übersäter Kadaver wird an den Strand gespült. Es werden noch 16 weitere gefunden. Weil viele Inseln der Bahamas unbewohnt sind, fliegt Ken mit seinen Freunden entlegene Strände ab. Vielleicht liegen dort noch mehr Tiere, denen geholfen werden muss? Doch die Forscher kommen zu spät. Entsetzt sehen sie einen Wal neben dem anderen leblos im Sand liegen. Sie zählen immer mehr. Zuerst ist es nur eine Ahnung. Doch beim Weiterflug wird alles klar. In den Gewässern kreuzt eine englische Fregatte vom Typ 23, ausgerüstet mit aktivem Sonar für die U-Boot-Jagd. Dann taucht ein amerikanischer Zerstörer auf. Auch er hat ein Sonarsystem an Bord. Später leugnet die US Navy, an diesem Tag vor den Bahamas ein Manöver abgehalten zu haben. Das ist der Zerstörer 970, ein Zerstörer des Bruins-Class der US Navy. Regierungsstellen drängten Ken zum Schweigen. Trotzdem ging er an die Öffentlichkeit. Nun musste sich die Navy erklären. Am 17. März 2000 sind vor den Bahamas 6 Schiffe auf der Jagd nach einem U-Boot, das sich in einem 100 Kilometer breiten Untersee-Canyon versteckt. Sie haben ihr aktives Sonar eingeschaltet. Warme Wasserschichten liegen hier auf kalten. Der Schall wird an den Grenzschichten reflektiert. So entstehen Schallkorridore, in denen der Lärm noch in 150 Kilometer Entfernung zu hören ist. Er hat die vielfache Lautstärke eines startenden Jets. Der vom Meeresboden reflektierte Schall ist zusätzlich als Echo zu hören. Spätestens jetzt verwandelt sich das Bahamas-Becken in ein akustisches Chaos. Für hochsensible Wale die Hölle. Zahlreiche Tiere kommen ums Leben. Und die gestrandeten Wale sind nicht die einzigen Opfer.
Viele Wale werden weit vor der Küste vom Sonar getroffen und dann vermutlich von Haien gefressen. Auch der Rest der Gruppe, die Ken noch vor kurzem gefilmt hat, bleibt für immer verschollen. Antonella Servirio reist zurück in ihre Wahlheimat. Während sie fort war, wurde an der Veterinärmedizinischen Fakultät Gran Canaria die Autopsie mehrerer Wale fast abgeschlossen, die tödlich von Sonarschall getroffen wurden. Antonella ist gespannt auf die Resultate. Der Leiter der Untersuchung, Antonio Fernandez, hat schon Hinweise auf die Todesursache. Eine letzte Untersuchung steht aber noch aus. Wir suchen jetzt nach winzigen Verletzungen auf der Oberfläche des Gehirns, die bereits tödlich wären. Wir entnehmen gerade die Gewebeproben für die mikroskopische Untersuchung. Das direkt am Meer gelegene Tiermedizinische Institut ist für seine Pathologie von Meerestieren weltweit bekannt. Die Labore sind hochmodern ausgestattet. Jedes Jahr untersuchen die Veterinäre hier zahlreiche Wale, die gestrandet sind. Meist wurden sie Opfer vom Parasitenbefall oder starben schlicht eines natürlichen Todes. Solche Todesursachen wurden diesmal jedoch ausgeschlossen. Antonio Fernandez hat einen anderen auffälligen Befund gestellt. Und auch die eben entnommenen Proben bestätigen ihn. Auf den ersten Blick scheinen die Blutgefäße hier gesund zu sein. Dann bemerkt Antonio jedoch unzählige Fettklümpchen, die hier in Gelb zu sehen sind. Sie haben die Blutzirkulation in den kleineren Adern gestoppt, den Kapillaren. Das Tier erlitt also einen Infarkt und es hatte innere Blutungen. Wir haben uns wirklich gefragt, wie so ein gesundes Tier innerhalb von 3-4 Stunden sterben kann. Dann sind wir auf Tausende von Gasblasen in den Herzkranzgefäßen gestoßen. Jetzt konnten wir erklären, warum der Kreislauf, der Motor der Tiere, zusammengebrochen ist. Antonios These: Durch zu schnelles Auftauchen fiel der Druck im Körper so schnell ab, dass das im Blut gelöste Gas Blasen bildete. Sie werden vom Herzen bis in die winzigen Kapillaren gepumpt, die bald verstopfen. Der Blutfluss kommt zum Erliegen. Die nachfolgenden Äderchen werden porös. Der Wal beginnt innerlich zu verbluten. Um das Krankheitsbild zu verstehen, muss man sich klar machen, wie gewaltig die Zahl der Gasblasen im Blut war. Bliebe noch das Rätsel der Fettklümpchen. Antonella fliegt nach Teneriffa zu Camilo Militello. Er leitet die Technische Universität und auch er erforscht den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Sonar und Walstrandungen. Hola. Muy bien. Carmelo Militello interessiert sich für die physikalische Seite des Problems. Er berechnet zum Beispiel, wie stark die Kräfte sein müssen, die sogar Knochen ins Schwingen bringen. Wale nehmen Schall mit ihrem Unterkiefer auf. Was passiert mit den Knochen, wenn sie mit starkem Sonar beschallt werden? Wir haben unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt können wir das Ganze in einem Experiment demonstrieren. Der Versuchsaufbau soll genau das zeigen, was sich draußen auf den Meeren abspielt. Der Unterkieferknochen eines Wals wurde dazu freischwebend aufgehängt. Hochsensible Sensoren erkennen an 60 Messpunkten jede noch so kleine Vibration. Hiermit übertragen wir verschiedene Schwingungen auf den Knochen des Tieres. Stufe für Stufe erhöht das Team die Frequenz. Das Messgerät verzeichnet selbst Schwingungen von Hundertstel Millimetern. 3400 Hertz. Die Kurve zeigt das Vibrieren des Knochens. Noch 100 Hertz bis zur Frequenz des militärischen Sonars.
Plötzlich ein starker Ausschlag. Das ist verblüffend. Der Knochen vibriert am stärksten, als er exakt mit der Frequenz des Marinesonars beschallt wird. Bei höherer Frequenz vibriert der Knochen wieder weniger. Wie ist das Ergebnis zu interpretieren? Das Phänomen, das Carmelo zeigt, könnte sogar die Fettklümpchen erklären, die bisher noch ein Rätsel waren. Sobald die Sonarschallwellen den Unterkieferknochen des Wals erreichen, gerät der in eine sogenannte Resonanzschwingung. Wahrscheinlich ist, dass das Fettgewebe im Knochen nicht schnell genug mitschwingt. Es beginnt zu reißen. Eine lebensgefährliche Verletzung. Carmelo untersucht auch andere Walarten. Bei allen kommt es zu dieser Knochenvibration, allerdings bei unterschiedlichen Frequenzen. Sollte das Militär die Frequenz also wechseln, wären dann Arten gefährdet, die andere Kieferlängen haben, wie etwa Pilotwale oder Delfine. Antonella muss noch einmal in die USA. Sie will wissen, ob die Gasblasen in den Adern allein durch zu schnelles Auftauchen entstanden. In Seattle wollen Spezialisten eine Antwort auf diese Frage finden. Das Institut für medizinischen Ultraschall ist Teil der Ozeanographischen Fakultät. Die Forscher hier interessieren sich für die Auswirkung des Sonars auf die Wale, weil es in der Humanmedizin ähnliche Probleme gibt. Wenn ein medizinisches Ultraschallgerät nämlich zu laut gestellt wird, entstehen auch bei uns Menschen Gasblasen im Blut und verstopfen die Adern. Larry Crum und sein Team haben ein ungewöhnliches Experiment entwickelt. Eine Mineralwasserflasche simuliert dabei den mit Gasen gesättigten Walkörper. Was passiert, wenn der Schall aus diesem Unterwasserlautsprecher das Walmodell mit der Wucht eines Sonars trifft? Das ist ja fantastisch. Jedes Kind hätte Spaß an diesem Test. Die Blasen können entweichen. Wenn die Blasen keinen Raum hätten, um sich auszudehnen, wäre die Flasche einfach explodiert. Eine High-Speed-Kamera zeigt den Mechanismus der Blasenbildung. Das Ganze geht so schnell, dass wir es mit bloßem Auge nicht verfolgen können. Diese Kamera zeigt uns aber das rasante Wachstum der Blasen. Zwischen diesen beiden Bildern liegen nur 50 Mikrosekunden. Die Blasen springen förmlich aus der Flüssigkeit. Auch im Blut des Wals bilden sich bei starker Beschallung Gasblasen an Kondensationskernen. Der schwankende Schalldruck lässt sie schrumpfen, dann wieder wachsen. Jede einzelne Blase schwillt, bis sie abreißt. Jetzt verteilen sich die Gasblasen in den Adern und verstopfen feine Gefäße. Wenn der Wal in seiner Panik zu schnell auftaucht, platzen diese Gefäße schließlich. Innere Blutungen sind die Folge. Es ist also nicht allein die akustische Schockwelle, die zu der Blasenbildung in der Flüssigkeit führt. Voraussetzung ist, dass das Blut des Wales mit Gas übersättigt ist und dass er zu schnell nach oben taucht. Erst das Zusammentreffen aller Umstände verursacht die Blasen. Larry würde dieses Phänomen gern näher erforschen, doch dazu bräuchte er Forschungsgelder und die sind bis heute nicht bewilligt. In North Carolina, an der Universität Wilmington, untersucht Butch Rommel Wale, die vermutlich von Sonar getötet wurden. Er ist ein berühmter Anatom. Wir haben bei Sonarunfällen ein besonderes Problem. Wir müssen feststellen, wie es zu den Fett- und Gasembolien kommt. Wir suchen also nach den Stellen, an denen Fett oder Gase in den Blutkreislauf gelangen können. Im Unterkiefer fanden wir ein viel komplexeres Adergeflecht, als wir gedacht hätten. Doch gerade der Unterkiefer ist akustisch höchst sensibel. Durch die Injektion von Kunststoff entdeckte Butch Rommel hier winzige Gefäße, die mit Fett durchsetzt sind. Selbst wenn nur eine kleine Menge des Blutes mit Gas übersättigt ist, können die Adern hier bei einem zu schnellen Auftauchen reißen. Und dann gelangen Fett und Gas ins Blut.
Die blau markierten Bereiche zeigen die Schwachstelle im Unterkiefer von Schnabelwalen. Im Extremfall erleiden die Wale eine Fettembolie, was daran liegt, dass Adern und Fettgewebe so sehr miteinander verwoben sind. Wenn die Adern platzen, gelangen nicht nur Gase, sondern auch Fette aus dem umliegenden Gewebe in den Blutstrom und dadurch in die verschiedenen Organe. Sie können zum Beispiel zu einer Lungenembolie führen. Antonella zeigt Butch Rommel den Versuch von Camilo Mirtillo, den sie in Teneriffa aufzeichnete. Gut, wirklich gut. Die Sonarwellen versetzen den Kiefer in Schwingung. Seine These, dass der Unterkiefer der Schnabelwale als Resonanzkörper mit bestimmten Schallwellen mitschwingt, finde ich überzeugend. Gefällt mir sehr. Dieser abrupte Anstieg der Schwingung ist eine Eigenschaft dieses Kiefers. Jede Art hat ja unterschiedliche Resonanzeigenschaften. Eine andere Frequenz würde also bei einer anderen Walart Verwüstungen anrichten. Wenn man sich das anschaut, spricht wirklich vieles für die These. Da fragt man sich, warum hat vorher noch keiner daran gedacht? Es macht so viel Sinn. Wie könnte man das nicht glauben? Das gefällt mir wirklich sehr. Nun frage ich mich, was passiert mit den Fetten? Würden sie sich überhaupt im Blut lösen? Was ist über sie bekannt? Butch schickt Antonella mit dieser Frage zu Heather Copeman. Sie ist Chemikerin am Institut für Meeresbiologie. Wir interessieren uns nicht nur für die Auswirkungen sehr hoher Schallfrequenzen, sondern auch für die Wirkung ganz normaler Geräusche. Bei dem Schweinswal hier beschäftigt mich vor allem dieser Teil des Kopfes. Die Chemie der akustischen Organe wurde nur wenig erforscht, in den 70ern. Der Unterkiefer verfügt über Depots, eines ganz speziellen Fetts, durch das der Schall dringt. Sie sehen es hier als eine weißliche Zone. Stellen Sie sich vor, dieses Fett bildet eine Art Leitungsbahn. Hessa Copeman entnimmt 70 Proben zur Feinanalyse. Man sieht hier zwei Schichten. Die Fettsäuren sind in der oberen. Die untersuchen wir. Nach der Analyse der Fette kann Heather in einer Computersimulation zeigen, wie komplex das akustische Kanalsystem ist, das die verschiedenen Fette im Unterkiefer bilden. Es gibt Fette mit kurzen und Fette mit längeren Molekülketten. Die Fette mit kurzen Molekülketten verlangsamen den Schall. Erst die Verteilung der verschiedenen Fette im Inneren des Unterkiefers konzentriert den Schall so, dass er präzise zum Ohr geleitet wird. Auch beim Menschen kommen kleine Mengen dieser kurzgliedrigen Fettsäuren vor, die ständig abgebaut werden. Wenn sie sich in unserem Körper sammeln, sind sie allerdings eine große Gefahr für die Gesundheit. Auch im Körper der Wale sollten diese Fette also giftig sein, wenn sie aus dem Kieferknochen austreten. Sprechen all diese Fakten nicht für sich? In North Carolina gab es ebenfalls ungewöhnliche Strandungen von Walen. Vorangegangen waren militärische Manöver. Hier verendeten Pilotwale. Damals gab die Regierung eine Untersuchung in Auftrag. Sie verlief im Sand. In den USA wird die Meeresbiologie zum großen Teil vom Militär finanziert. Können da wirklich unabhängige Untersuchungen stattfinden? Antonella fliegt nach Hawaii. Sie will hier einen Mann mit ihrem Verdacht konfrontieren, der eigentlich alle ihre Fragen beantworten können müsste. Er ist Direktor für Meeressäugerforschung beim Office of Naval Research der amerikanischen Navy. Hawaii ist nicht nur bei Touristen beliebt. Auch das amerikanische Militär genießt das Klima. Obwohl hier ebenfalls U-Boot-Jagden stattfinden, gab es nach offiziellen Angaben nie Walstrandungen. Abseits vom Touristenstrom liegt die Kaneohe Marine Base. Ein Stützpunkt der US-Pazifikflotte. Mitten in einem der artenreichsten Meeresgebiete findet hier im zweijährigen Rhythmus das größte Seemanöver der USA statt.
Etliche Fregatten, Dutzende U-Boote und mehrere Flugzeugträger durchpflügen dann diese Gewässer. Im Einsatz ist natürlich auch Sonar. Diese Amateuraufnahmen zeigen, wie Breitschnabeldelfine plötzlich direkt vor den Stränden auftauchen. Für gewöhnlich ist ihr Lebensraum die Tiefsee, 20 Meilen vor der Küste. Offenbar hat Sonarschall ihren Lebensraum durchkreuzt. Hunderte der sonst so scheuen Tiere suchen in der flachen Bucht von Hanalei Schutz. 2 Tage lang schwimmen sie dicht gedrängt und halten ihre Köpfe über Wasser. Den Einheimischen gelingt es schließlich, die Gruppe aus der Bucht zu leiten. Ob die Tiere überlebten? Die Videoaufnahmen zeigen, welches Schicksal orientierungslose Wale in tropischen Gewässern oft erwartet. Ihre Körper werden nie gezählt. Sie tauchen in keiner Statistik mehr auf. Auch in diesem Fall bestritt die Navy einen Zusammenhang mit ihren Manövern. Ihre Wissenschaftler verwiesen sogar auf den Vollmond. Nur 150 Jahre lang wurde niemals Vergleichbares in der Bucht beobachtet, auch nicht bei Vollmond. Ich bin in Waikiki, wo eine Konferenz zum Lärm in den Ozeanen stattfindet. Und ich habe Glück. Der wichtigste Mann der US-Walforschung hat sich bereit erklärt, mich am Rand der Konferenz zu treffen. Bob Gissener ist Direktor des Marine Mammal Research Program der Forschungsbehörde der Navy. Seine Behörde entscheidet über die Vergabe von 60% aller Gelder, die in den USA für Meeresforschung ausgegeben werden. Gissener erzählt von einer groß angelegten Computersimulation, die das Verhalten der Wale erkunden soll und ihre Reaktion auf Lärm im Wasser. Wir nehmen die neuesten Erkenntnisse aus allen Bereichen und vereinen all diese Daten dann in einem Computermodell. Simuliert wird ein Geräuschfeld, aber auch die Bewegungen der Wale in diesem Feld. So kann man Anhaltspunkte für die Auswirkungen bestimmter Geräusche finden. Das Programm beschäftigt sich letztlich auch mit den von der Marine verursachten Risiken für Wale. Die Frage nach dem Sonarproblem drängt sich auf. Doch auch nach seinem Telefonat lehnt Bob es ab, darüber zu sprechen. Er könne nicht über Angelegenheiten der Navy reden. Das Gespräch ist beendet. Antonella weiß, dass ein gewaltiger Teil aller Forschungsbudgets für die Meeresbiologie von der Navy kommt. Viele Universitäten sind davon abhängig. Sie können nicht unabhängig urteilen, auch wenn das behauptet wird. Doch es gibt auch offensive Kritiker der Navy in den USA. In der Nähe von Los Angeles kümmert sich eine große Umweltorganisation erfolgreich auch um den Schutz der Wale. Antonella ist mit Joel Reynolds verabredet. Der Anwalt verklagte die Navy, weil die Sonareinsätze selbst nach US-Gesetzen bedenklich sind. Doch wenn es um die nationale Verteidigung geht, ist der Artenschutz schnell vergessen. Sind juristische Schritte dennoch möglich? Joel Reynolds zeigt Antonella Material, das er 2005 bereits erfolgreich gegen die Navy nutzen konnte. Die Frage ist doch nicht mehr, ob Sonar Probleme macht, sondern nur noch wie. Die Forscher glauben, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Auch der Jurist betont, dass schon lange bevor dies an die Öffentlichkeit drang, immer wieder Strandungen verschiedenster Arten nach Manövern beobachtet wurden. Die Schwierigkeit ist, dass die USA internationale Regeln schlicht ablehnen. Das Ganze ist ein großes Problem, weil das Mittelfrequenzsonar das bevorzugte System der US Navy zur U-Boot-Aufspürung ist. Und es ist nicht nur hier beliebt, sondern auch in anderen Ländern. Dabei ist es eine Lärmverschmutzung, die alle nationalen Grenzen ignoriert. Stellen Sie sich einen Tag in der Stadt vor, an dem der Straßenlärm plötzlich von einem Schall übertönt wird, der so laut ist, dass er uns jede Orientierung raubt und uns so lähmt, dass wir nicht mehr funktionieren können. Das ist eine Art der Verschmutzung, die vom Seerechtsübereinkommen der UNO geregelt werden müsste. Trotz dieser Beweise kann mir auch der Jurist letztlich kein sicheres Erfolgsrezept liefern.
Müssten mehrere Länder die Initiative in der UNO ergreifen? Und die Umweltorganisationen? Sie bemühen sich. Fehlt ihnen der Rückhalt der Öffentlichkeit, die noch nicht genug weiß? Ich kann die ganze Sache nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Mein nächstes Ziel ist deshalb Brüssel, die Hauptstadt Europas. Auch die Politiker müssen dafür sorgen, dass sich die Militärs ihrer Verantwortung stellen. Ein Termin im NATO-Hauptquartier in Brüssel wird Antonella verwehrt. Das Argument: Geheimsache. Nach Antonellas Recherche soll es außerhalb der NATO gerade mal 300 U-Boote geben. Sie abzuwehren soll wichtiger sein als der Schutz der Meeressäuger? Sie will zu Karl-Heinz Florenz. Der CDU-Politiker betreute eine Petition im EU-Parlament. Sie forderte, die Sonarübungen so lange zu unterbinden, bis alle Risiken für die Wale bekannt und erforscht seien. Die Petition blieb folgenlos. Heute will Antonella dem Politiker die Ergebnisse ihrer Forschungsreise präsentieren. Für Florenz ist hier vieles neu. Trotzdem bleibt er Realist. Wir können in Europa nicht beschließen, dass die Verteidigungsmächte in Indien, in China, in USA, die Navy, dass sie morgen die Sonarapparate ausschalten. Und dann müssen wir ihnen nicht unbedingt vorschlagen, wie sie es machen sollen, aber dass sie es machen sollen, dass sie das Ziel erreichen. Denn erstaunlicherweise ist bei der Klimawandel die Eisbären auf einmal der auslösende Faktor in den Vereinigten Staaten, das, was am Klimawandel getan werden kann. Und deswegen ist es auch richtig, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Wenn die Bürger das verstehen, dann werden sie Druck von unten machen. Natürlich sind sich bei diesem Thema nicht alle Wissenschaftler einig. Aber das ist doch fast immer so. Trotzdem muss das Ganze öffentlich gemacht werden. Sonst wird sich zwischen den Parlamenten und Armeen dieser Welt nichts bewegen. Wir brauchen eine Homepage. Sounds of the Seas. Warum stranden Wale? Die gesamte Recherche in allen Details. Wale gehören keiner Nation. Sie können fühlen und sie brauchen unsere Hilfe. Für mich ist erwiesen, dass Sonarschall bei den Walen Panik auslöst, Knochen und Gewebe vibrieren lässt und dann Gase und Fette löst. Das führt zu inneren Blutungen, die so schwer sind, dass die Tiere verenden. Ab jetzt liegt es an allen. Was machen meine Lieblinge? Sind sie noch da? Als ob sie mit ihren Rufen eine Hymne an Poseidon singen. Wie kraftvoll, welch begabte Geister. Was sie einander wohl für Geschichten erzählen. Für Antonella haben die Recherchen gezeigt, nicht der Vollmond und nicht unbekannte Viren treiben die Wale in großen Gruppen in den Tod. Es ist eine militärische Technologie, von Menschen gemacht. Und nur Menschen können die Wale vor dieser Gefahr schützen.